Hallo liebe Zuschauer, heute in meinem Video möchte ich euch zeigen, wie man so eine einfachste Kugel für Weihnachten häkelt. Die Anleitung ist wirklich ganz leicht, hat nur 6 Reihen hier. Ich habe das extra an eine Styroporkugel angepasst. Falls ihr das nicht zur Hand habt, kann man auch Kugel mit Füllstoff auffüllen. Materialien, die ich benutzt habe: Styroporkugel, 6 cm Durchmesser, im Bastelladen erhältlich, irgendwelche Wolle oder Garn, passende Häkelnadel, ich habe Nummer 3, ein Wollnadel zu vernähen und die Schere. Es wird insgesamt 6 Reihen geben. In die erste Reihe Amigurumi-Ring 12 Stäbchen. Erstmal fixieren. 3 Luftmaschen. Imitiert erste Stäbchen. Ziehen Sie diese Ende. Kreis schließt sich. Wer weiter mit gleicher Farbe häkelt, macht hier einfach Kettmasche zu verbinden. Unter die 2 Faden durchziehen und durch diese ziehen. Ist fertig abgeschlossen. Wenn ihr mit anderer Farbe häkelt, so wie ich, dann Garn abschneiden, rausziehen, hier unter diese 2 Faden durchziehen, die andere Seite. Und wieder zurück auf die Stelle, wo es rauskommt. Hier unter die 2 Faden. Und in die Mitte von Masche hier durchziehen. So ist abgeschlossen. Kann man das auch verknoten hier. In die Reihe Nummer 2 wird jede von diesen Stäbchen verdoppelt. Und ich zeige euch Unterschied, je nachdem, wo man reinsticht, unter die 2 Faden hier oben oder geht man richtig zwischen denen und da kommt noch eine Faden, also 3 Stück dann. Und da ist der Unterschied. Hier war unter den 3 Faden, hier nur oben unter diese 2 können Sie aussuchen, welche Methode ist besser. Ich mache unter den 3 Faden, genau hier unten in die Mitte, fixieren und 3 Luftmaschen, imitiert erste Stäbchen. Dann in die gleiche Stelle noch eine. Dann die nächste 2. Hier richtig in die Mitte, zwischen Stäbchen. Und so wiederholen Sie bis zum Ende. Am Ende sollte es 24 Stäbchen sein. Reihenabschluss immer das gleiche wie Reihe Nummer 1. Unter die 2 Faden bei der 2. Stäbchen. Diese Ende kann man hier runterziehen und auch verknoten. So. Reihe Nummer 3 häkle ich mit weißer Farbe. Irgendwo zwischen diese 2 Stäbchen reinkommen hier. Fixieren und 3 Luftmaschen für erste Stäbchen. So, jetzt werden 3 Stäbchen an einer Stelle gehäkelt, zwischen diese 2. Also erste haben wir. Zweite. Dritte. Jetzt hier überspringen und kommen wir hier rein.
Wieder drei Stück an einer Stelle. Und so weiter wiederholen Sie bis zu Ende. Am Ende soll es 36 Stäbchen sein. Reihe Nummer 4. Es werden keine Zunahmen mehr geben. In dieser Reihe häkeln wir jede Masche eine Festmasche. Unter die zwei Faden oben. Bis zu Ende. Die nächste Reihe Nummer 5 häkelt man auch nur mit Festmaschen und dazu werden auch noch diese Stellen gehäkelt. Wir machen einfach jetzt mit Kettmasche verbinden. Ich mache ein bisschen anders. Hier unter die zwei Faden die Schlaufe durchziehen. Unter diese Schlaufe jetzt das drauflegen. Und erste Masche rausziehen, aber noch nicht abhäkeln, weil diese Stellen kommen genau zwischen diese zwei Stäbchen rein, hier und wir sind gerade da. Und heißt das, ich gehe rein unter diese zwei Stäbchen, genau in die Mitte, das ziehe ich raus und erst dann abhäkeln. Das ist Masche Nummer 1. Dann weiter festmaschen bis zu dieser Stelle. Hier. Ich gehe rein, ziehe ich mal raus, aber nicht abhäkeln. Gehe ich runter. Und jetzt erstmal abhäkeln. Ein bisschen so auseinanderziehen. Und passen Sie immer auf, wo war diese Masche, damit ihr nicht weniger als 36 Maschen am Ende habt. 1, 2 und dann in die dritte. Hier, diese Stelle kommt wieder. Also rausziehen, zwischen den Großzehen und eine Masche abhäkeln. Und so geht es. Bis zu Ende. 1, 2 und in die dritte rausziehen. Und am Ende kontrollieren Sie Maschenanzahl 36 Maschen. Und jetzt die letzte Reihe. Ich häkle einfach mit Stäbchen. Insgesamt 36 Stäbchen. Unter die zwei Faden. So sieht das jetzt aus. So ungefähr, so wird es bei dem Kugel aussehen. Und auf diese Weise häkelt man auch andere Seite. Aber am Ende schneiden Sie den Garn nicht ab. Wir nähen mit dem Garn das zusammen. Am Ende habe ich ungefähr 50 cm Garn gelassen, Wollnadel, und schließe ich erstmal ab. So, jetzt nehme ich das zusammen. Ungefähr so wird dann das aussehen. Wir können Hälfte, also nähen ohne Kugel. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man es verbinden kann. Über den Rand nähen oder unter der einen Faden hier und einen Faden hier oder unter der zwei. Ich gehe unter der zwei Faden, so von hier direkt diese Seite. Dann in die nächste, hier unter der zwei. Dann komme ich auf diese Seite schon
Und so weiter mit mehreren Stichen kann man das zusammennähen. Also ungefähr Hälfte von den Kugeln. Jetzt Kugel reinschieben. Alles schön ausrichten. Schauen Sie, dass in die Mitte alles so sitzt. Und weiter mit Wollnadel das zusammennähen, bis man die ganzen Kugel durchnäht. Dann diese Ende durch mehrere Maschen ziehen und so verstecken, die andere Seite irgendwo und abschneiden. Und das war's. Meine Kugeln sind fertig. Ich habe noch hier Sternchen aufgeklebt. Sieht auch schön aus. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreiben Sie mir in Kommentar und über eure Likes werde ich mich besonders freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!